Hallo von Phuket, hier ist wieder Matthias von Zieh Phuket. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hast vielleicht auch meinen ersten Film schon gesehen, Auswandern mit 56, kann ich dir hier mal verlinken. Und danach habe ich noch den Film gemacht, was kostet mich eigentlich Thailand? Was bezahle ich denn hier so im Monat? Welche Kosten habe ich? Und was kostet mich für ein ganzes Jahr der Aufenthalt hier in Thailand? Alles das hatte ich schon mal in einem anderen Film, nämlich in diesem hier. Und jetzt kommen wir mal dazu, was macht man denn hier den ganzen Tag? Was macht man, wenn man Expat ist? Ja, du siehst es ja, was man hier machen kann. Man kann auf sein Hab und Gut achten zurzeit. Es ist zurzeit richtig schlechtes Wetter hier auf Phuket. Ja, auch das gehört dazu. Und ich zeige euch mal, wie die Bedingungen sind, unter denen ich zurzeit jetzt hier gerade lebe, sag ich mal so. Guck mal, du kannst dich mal parken, da stehen die ganzen Rollerfahrer unter den Dächern. Das ist die Schule, das ist vor der Schule, überall ist es überflutet. Das sind die Bedingungen, um jetzt dahin zu kommen, wo wir die Filmaufnahmen machen wollen. So ist das hier in Thailand. Schön, da kommt sie wieder runter. In das Lokal wollte ich eigentlich gehen. Aber ich glaube, das erspare ich mir heute lieber. Halleluja. Oh, oh, oh. Hui, hier ist was los. Hier ist was los. Geil. Ja, du siehst, was für ein schönes Wetter wir haben. Das ist der Weg rein zum PYC, zum Phuket Yacht Club, da wo wir jetzt heute die Filmaufnahmen machen. Auch im Regen, aber da ist es überdacht. Es ist zwar ein bisschen lauter, weil es natürlich ein bisschen prasselt, aber das gehört halt dazu. So, angekommen am Phuket Yacht Club, hier ist nichts los, gar nichts. Es geht auch keiner segeln heute, aber wir machen hier jetzt Aufnahmen, weil irgendwo muss man hier hin und immer nur zu Hause sitzen ist ja auch nichts. Also gehen wir da jetzt mal rein in den Phuket Yacht Club und setzen uns dahin und ich zeige euch oder beziehungsweise ich erzähle euch, was so ein Auswanderer den ganzen Tag macht, wenn er nicht gerade im Yachtclub rumhängt. So, das war meine Idee. Eigentlich wollte ich hier jetzt sitzen, da draußen. Guck mal hier, da wollte ich sitzen und berichten, aber das wird schwierig, weil mi Funduk mag. Guckt euch mal an hier. Die Boote sind schon fast verschwunden. Ja, das ist der Yachtclub hier in Phuket. Schöne Location, hier haben wir übrigens geheiratet. Will der Kitesurfen? Nein, ich glaub's nicht. Hallo von Phuket, hier ist wieder Matthias von Zieh Phuket. Schön, dass... Also, das hatten wir doch schon. Lass uns mal loslegen mit Fakten. Jetzt geht's los. Was macht man denn hier den ganzen Tag? Was macht man, wenn man Expat ist? Ja, man kann natürlich hier im Yachtclub sitzen, im PYC, dem Phuket Yacht Club, wo ich jahrelang Mitglied war. Und die Wache halten, sag ich mal so. Weil eigentlich ist kaum jemand hier, ist jemand da, der hier arbeitet und gerade ist. Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel los. Hier vorne ist noch jemand, der arbeitet und hat versucht mir einen Sonnenschirm draußen aufzustellen, weil ich eigentlich da draußen sitzen wollte. Ich zeig's dir mal. Mai Dai, Mai Dai. Ja, die Idee war wohl gut, aber die Umsetzung wird nichts. Also lassen wir es so, wie es ist und fangen jetzt mit unserem Video an. Grundsätzlich Auswanderer. Ja, ich bin Auswanderer. Ich bin seit über 3 Jahren jetzt in Thailand. Und zur Begriffsbestimmung Auswanderer heißt international auch Expat. So, also viele bezeichnen sich als Expats. Wenn ihr mal das Wort Expat hört, dann wisst ihr, das sind die Auswanderer. Nicht jeder spricht Deutsch, von daher, das ist das internationale Wort. Und die Thais sagen das auch oft, Expats. So, fangen wir mal an. Tja, kommen wir mal zum Tagesablauf. Was machen die Leute denn? Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht. Ja, ehrlich gesagt, zu Leuten, die ich kenne, die mir erzählt haben, was sie machen. Denn zu meiner Story kommen wir am Ende. Komme ich mal zu einem Expat. Ich sage nicht, wie er heißt und wo er herkommt. Er ist nur deutschsprachig, von daher weiß ich das. Ja, da geht es morgens an den Strand. Nicht jeden Tag, aber oft. Ich übrigens auch. Ich gehe morgens auch an den Strand, an den gleichen Strand. Daher kenne ich ihn auch. Und wir gehen schön spazieren, unterhalten uns über den letzten Tag und was uns so erwartet.
über politische Dinge, alles, was einen so bewegt, was einen interessiert. Und ja, derjenige geht an den Strand, danach geht er schön frühstücken irgendwo in einem Lokal und dann ist er eigentlich zu Hause und spielt am Computer solitär oder schaut Fernsehen. Das ist so der Tagesablauf. Seine Frau spricht kein Englisch oder ganz wenig und die Kommunikation ist recht eingeschränkt und abends geht sie dann arbeiten. Ja, so kann ein Tag auch aussehen. Ich denke mal, abends trinkt man sich dann ein und das war dann der Tag. Ob das so die Lebenserfüllung ist, muss ja jeder selbst entscheiden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel deutsche Paare, die hierher gezogen sind. Das war beim letzten Mal auch. Jemand hat geschrieben, ja, was ist denn mit den Frauen? Ja, es gibt auch deutsche Paare, die hierher ziehen, die auch recht aktiv sind, morgens schwimmen gehen. Und zwar nicht unbedingt nur am Strand, sondern die fahren auch mal nach Phuket Town und gehen da ins Schwimmbad und drehen ihre Runden für eine Stunde, anderthalb, richtig sportlich. Ja, danach geht man irgendwo frühstücken, kommt nach Hause, füttert den Hund, hat den Haushalt, ja, im Grunde genommen so, wie du es auch von zu Hause kennst, genauso. Dann geht man mal einkaufen, alles, was so ansteht. Und wenn das Wetter schön ist, macht man mal eine kleine Rollertour und guckt hier und da, macht mal Fotos, Filme, was einen halt so bewegt. Finde ich klasse, das ist auch eine tolle Art und Weise, seinen Tag zu beschicken. Ja, und dann wird gerne gekocht, wird gerne gebacken, das ist doch toll. Auch das geht. Also man muss hier nicht versauern und abends an der Bar sitzen. Man kann gerade als Paar hier viel beschicken. Wenn man ein bisschen Thai gelernt hat, kann man sich sogar mit den Thais unterhalten. Ansonsten, Englisch ist natürlich immer die Voraussetzung für viel Kommunikation. Für die richtige Kommunikation mit Thais, aber auch mit anderen Ausländern. Es gibt ja noch mehr Expats hier als nur die Deutschen. Andere Expats stehen recht früh auf, gehen auch an den Strand und kümmern sich eigentlich den Tag über um den Garten, um das Anwesen. Viele haben ja auch Häuser hier oder Grundstücke. Naja, sie besitzen nicht unbedingt das Grundstück, aber zusammen mit einem Thai kann man das. Und ja, kümmern sich um den Garten, kümmern sich um die Haustiere, um die Katzen, die Hunde, je nachdem, was sie so haben. Das ist die Lebenserfüllung. Schaut ein bisschen YouTube. Welchen Kanal wohl? Sie Phuket natürlich. Und ansonsten, ja, ist da nicht viel Bewegung im Leben. Abends schaut man mal zu, dass man irgendwo sein Essen selber macht oder die Frau Freundin macht es oder man geht auch mal essen. Viel Alkohol trinken tut diese Person zum Beispiel nicht. Ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Zeit, wo du hier bist, hast du so deinen Lebensstandard gefunden, hast du deinen Tagesablauf gefunden. Und manch einer, der schon lange hier lebt, ein, zwei, drei Häuschen vielleicht sogar hat, ja, der hat auch eine Thai-Frau, vielleicht sogar eine, die Deutsch sprechen kann. Ja, das gibt es auch. Haben wir ja auch schon erlebt, wo ich immer große Augen bekomme und denke, wow, toll. Die auch gerne kochen und für den Mann morgens kochen, mittags, abends und ihn versorgen. Er schaut den ganzen Tag Computer und natürlich YouTube oder Filme, whatever. Ja, so ist das dann eben. Das ist dann der Tagesablauf von manch einem anderen Zuschauer. Oh, hier ist ein Wetterchen. Rain Season, meine Herren. Mal so ganz zwischendurch, so manch einer muss auch sein Hab und Gut jetzt retten. Also das gehört auch zu den Aufgaben der Expats, sich ja, zu sichern. Ja, und dann habe ich noch mal ein Beispiel für Leute. Es gibt Leute, die leben seit 30 Jahren hier, sprechen kaum ein Wort Thai, ein wenig Englisch, aber immer von oben herab und wen sie alles gebum-bum haben. Auch das gibt es hier. Ja, jeder muss wissen, wie er sich hier aufstellt und wie er sich hier darstellt. Man kümmert sich den ganzen Tag um die Tiere, schaut Fernsehen und abends geht man mal irgendwo hin zum Trinken, wenn man Lust hat. Ja, und wer es sich leisten kann, hat in Thailand sogar eine Putzfrau. Die thailändischen Putzfrauen oder auch burmesisch bzw. Myanmar-Putzfrauen sind nicht so teuer. Andere Leute wiederum haben sogar noch einen Job. Es gibt Leute, die noch nicht so alt sind, dass sie in Rente gehen können. Und manche Leute haben seltene Jobs und sind gefragt in der Welt. Und die fliegen noch mal los und gehen für ein paar Monate arbeiten. Vielleicht mal ein, zwei, drei Monate und bringen noch mal Geld nach Hause. Auch das gibt es. Finde ich cool. Wenn ich so einen Job hätte, ja, das wäre richtig toll. Ja, und dann gibt es natürlich auch ganz lustige Geschichten, wie Leute zu ihrem Glück gekommen sind oder zu ihrer Passion. Dass sie ein Lokal aufgemacht haben für ihre Freundin, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und derjenige übernimmt es dann selbst. Auch cool. Macht einen guten Job jetzt und geht da völlig drin auf. Auch das, ja, 24/7 und ein Tag zu und ansonsten von morgens bis abends arbeiten.
Ja, so manch einer mag das und tut das. Warum auch nicht? Man kann auch in Thailand arbeiten und man muss nicht Rentner sein, um hier zu leben. Man kann auch mit 40 herkommen oder jünger. Dann hast du eben eine Firma, die du hier aufgebaut hast oder aufbaust und Thais angestellt hast, wie sich das so gehört. Das könnte zum Beispiel auch eine Bar sein. Es gibt auch Leute, die ich kenne, die auch so Ende 30, Anfang 40 sind, ganz genau weiß ich es gar nicht, hier eine Bar aufgemacht haben. Cooles Teil. Wirklich klasse. Und sind dabei, ein zweites Unternehmen aufzubauen. Was es ist, weiß ich gar nicht. Ist auch nicht wichtig, weil die Leute machen, wozu sie Bock haben. Und das ist ja wichtig. Lass sie machen. Find's immer spannend, was Farangs hier so auf die Beine stellen. Sind einige bei, die echt, wow, Mumm haben. Finde ich toll. Und dann gibt's Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die kommen her als christliche Missionare. Das gibt's auch. Das sind Pärchen, die haben beide eine kleine Rente, können davon alle leben, aber sind als Missionare unterwegs und gehören einer Gruppierung an, in Kanada, muss ich sagen. Und sind hier unterwegs und kümmern sich um Kinder und Jugendliche. Auch eine tolle Sache, die sind auch den ganzen Tag beschäftigt. Ja, und wenn sie nicht gerade da sind, wo sie die Location haben, dann sind sie zu Hause, kochen, backen etc. und laden Freunde ein oder machen so christliche Abende. Auch das gibt es hier. Was übrigens auch so ein Zeitfresser ist, ist ein neues Haus zu suchen. Viele haben hier einen Mietvertrag für ein Jahr und ich weiß gar nicht, ob es längere gibt. Ich höre immer nur von den Leuten, unser Mietvertrag läuft aus, wir müssen schon mal wieder nach einem neuen Haus gucken. Jetzt wollen wir ein bisschen was Günstigeres, wir wollen was Größeres, wir wollen dies und jenes. Ja, das ist anstrengend und kostet viel, viel Zeit, ein neues Haus zu finden, was einem auch gefällt und was man bezahlen kann und will. Da ist man natürlich ein bisschen im Vorteil, wenn man hier ein Kondominium, also eine Wohnung gekauft hat oder ein Haus besitzt. Noch so eine Sache, was Expats hier machen. Sport, 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 Sport. Viele machen Sport. Wir haben Muay Thai hier, weltbekannt. Andere gehen ins Gym. Ja, eine ganze Menge Leute sogar finden das cool. Oder MMA oder Yoga. Haben wir ja alles hier in Thailand. Es gibt hier alles und es ist bezahlbar. Ja, dann gibt es noch die Leute, die abends in der Bar sitzen, die dann gerne mal einen trinken und Spaß haben mit Freunden, Billard spielen etc. Es gibt so Gruppierungen hier, die viel Billard spielen. Ich will nicht sagen, dass alle davon trinken, aber naja, das ist meistens ein Nebenprodukt der ganzen Geschichte. Und das ist dann auch so eine Art und Weise Community, wo man dann einfach unterwegs ist und Freunde hat. Billard spielen. Warum nicht? Du musst ein Hobby haben. Du musst es noch nicht hier zu Hause haben, aber hier solltest du wirklich ein Hobby haben. Es hilft dir sehr. Ja, ging es mir auch, denn als ich hier ankam, hatte ich, Segeln, muss ich sagen. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Bin also viel hier im Yachtclub gewesen. Da hinten ist die Bar, du siehst es, von der hatte ich schon mal erzählt. Und normalerweise hast du hier einen tollen Ausblick nach draußen, wenn es nicht gerade regnet, so wie jetzt. Schaust dir an, das ist natürlich nix. Da hinten liegen die ganzen Boote an der Mooring. Da hinten gibt es noch einen Hafen, aber all das kann ich dir heute leider nicht zeigen. Da können wir ein anderes Mal noch mal herkommen. Ja, Hobby suchen, wirklich Hobby suchen, Hobby haben, ganz wichtig. Darum geht's doch, sich beschäftigen können. Keiner geht jeden Tag an den Strand. Doch ich morgens um 8, aber danach dann auch nicht mehr. Du bist nicht den ganzen Tag am Strand. Also von daher, such dir was, was dir Spaß macht. Wow, ist das ein Scheißwetter. Rain Season in Thailand. Also du kannst ja auch Segelunterricht nehmen. Das wäre ja auch was, wenn du nichts um die Ohren hast. Lern ein bisschen segeln oder verfolge ein anderes Hobby. Geh fischen, das gibt's ja auch auf Phuket. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist Thailand bereisen, wenn du hier lebst. Mach dir einen Plan und fahr irgendwo hin. Und wenn du nur mit dem Roller von Phuket runterfährst, 30 Minuten lang Richtung Norden hoch. Quatsch. Ja, natürlich Norden. Wir sind ja im Süden hier. Mann, so schön. Fahrt noch ein bisschen weiter nach Khao Lak. Mega. Super schön. Man muss nicht immer da sein, wo die ganzen Touristen sind. Man kann auch mal woanders hinfahren und da auch tolle Dinge erleben. Wirklich tolle Dinge erleben. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Es gibt so viel zu sehen in Phuket. So viel zu sehen. Ist unglaublich. Man kommt jeden Tag mit einer Geschichte nach Hause. Jeden Tag. Glaub's mir. Jeden Tag.
Aber kommen wir gerne mal zu mir. Was mache ich denn eigentlich? Wie sieht denn eigentlich mein persönlicher Tag aus? Also ich stehe um 7, 7.30 Uhr auf und sehe zu, dass ich zum Strand komme. Mir ja, mit dem Auto, mit dem Roller, je nach Wetter, jetzt auch öfters mal mit dem Auto. Freunde treffen, finde ich ganz wichtig, hier ein Networking zu haben, Freunde zu haben, morgens an den Strand zu gehen. Manchmal triffst du nur einen, manchmal drei, manchmal vier, manchmal fünf, so ist es eben. Ja, und dann auf dem Rückweg, dann besorge ich ein bisschen Frühstück, mal ein paar Früchte, mal Kanom Jin, thailändisches Essen oder auch andere Dinge. Ja, und dann geht's zum Duschen und wir frühstücken zusammen, meine Frau und ich. Und danach werden wir... Fuck. Ja, wir gehen genauso einkaufen. Wir fahren zum Flughafen, wir fahren, naja, ich sag mal zur Busstation, zur Post. Alles, was du sonst so machst. Wir haben ein Haus, es gibt Dinge zu reparieren am Haus. Es ist immer was los. Also wenn ich nicht gerade Filme schneide oder irgendwo Filme mache, so wie hier jetzt, und manchmal vom Regen weglaufen muss oder nicht, was übrigens sich jetzt schon wieder erledigt hat, jetzt ist gerade wieder der Regen nicht da. Ja, so ist es halt. Ja, dann hast du schon viel Zeit, was du verbrennst. Also heute kann ich dir sagen, heute bin ich zum Beispiel morgens zum Strand gefahren, bin danach zum Nachos Café gefahren, da ist ein Deutscher, der das betreibt. Der weiß ein bisschen was über Krankenversicherungen. Und da habe ich mich mit dem unterhalten und er hat mir eine gute Empfehlung gegeben, die werde ich jetzt verfolgen. Da habe ich dann heute schon mal angerufen, einen Termin für Montag gemacht. Und dann habe ich meinen Plan für den Tag gemacht und habe gesagt, gut, ich bin mit dem Film noch nicht fertig von gestern, also fahre ich nochmal in den Yachtclub, also nochmal hierher und mache den Rest der Aufnahmen fertig. Ja, und wenn ich jetzt nach Hause komme, dann wird das alles auf den Rechner geladen, dann wird es ein bisschen sortiert, dann werden die Farben ein bisschen eingestellt, dann wird es geschnitten, alles, was ich nicht mehr hören will, alles, was ich hier verplappert habe, wird dann rausgenommen. Und ja, dann geht der Tag so bis um 17 Uhr, 17.30 Uhr. Ja, und natürlich kochen wir auch zusammen. Und meine Frau, die kickt mich manchmal und sagt, kannst du mal wieder deutsches Essen machen, kannst du mal ein Bauernfrühstück machen? Ich habe wieder Lust auf Eier und Kartoffeln. Und ich sage, ja klar mache ich das. Und dann machst du beim Morgen schönes Thai-Essen. Na klar, sagt sie, so machen wir das. Und so macht das Spaß und ja, so halten wir uns am Leben. Und ich sag noch eins, guter Tipp, wenn du eine Thai-Frau hast, achte drauf, dass sie niemals hungrig ist, denn der Tiger ist schwer wieder einzufangen. Thai-Leute sind schnell mal hungrig und ja, sind dann auch vielleicht mal ungehalten, so wie wir das auch sind. Aber mir ist das so ein bisschen aufgefallen, dass es bei den Thais ganz schnell ist und ziemlich dünne Decke. Ja, so wie in Deutschland auch. Dann schaut man Fernsehen oder YouTube. Wir gucken sehr viel YouTube und spielen vielleicht mit dem Handy irgendwie sowas. Und dann geht es auch schon bald ins Bett, weil so um 10 sind wir spätestens im Bett, ja. Wir schlafen viel in Thailand. Ja, das soll es jetzt mal gewesen sein. Vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Das nächste Mal wird es wieder irgendwie ein Thema zum Auswandern geben. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht, wie man eine Frau kennenlernt. Lassen wir es einfach mal so stehen, weil man kann sie ja natürlich an der Bar kennenlernen, man kann sie aber auch woanders kennenlernen. Und dann hast du vielleicht auch verschiedene Levels und entscheidest mal, was du schöner findest. Das können wir mal machen. Das war es jetzt mal. Ich sage erstmal wieder stay tuned und schön, dass du dabei gewesen bist. Euer Matthias von Phuket, Sea Phuket. Schalte wieder ein.